Freunde des geilen YouTube-Sports. Willkommen hier zurück auf Formel 1 2017. Ja, und mit dabei, der liebe, Camillo. Jo, moin. Ab geht's. So. Scheiß die Wand an. Ja. Fertig, bereit. Also, du hast ja die Höhe nicht festgelegt, aber das kriegen wir noch hin, denke ich. Nee, das überlasse ich dir, du. Das ist das Qualifying von, war das jetzt, Spanien. Ach, guck an, er weiß das. Barcelona. Und ich habe schon wieder einen Grottenolm vor mir. Hier ist er für Veredo. Ja, mit Atz ist es auch vorbei. So, ich fahre mit S. Keine Ahnung, das ist wahrscheinlich Super Heroes oder so. Nee, S ist soft. Das ist hier die beste Wahl angeblich. Erstmal das Benzin, so. Ja. Ich habe den Alonso vor mir. Jetzt muss ich gucken, dass ich den erstmal. Ja. Dass du den Fehler nicht nochmal machst. Ja, und vor allen Dingen muss ich jetzt aufpassen, dass mein Controller weiterhin funktioniert. Keine Ahnung, was da jetzt los war. So, den Alonso cashen wir uns jetzt hier erstmal in der Kurve. Wow. Da fing das Spiel an zu ruckeln einmal. Warum das denn? Oha. Da haut's mich aber volle Möhre. Die Breitseite. Gut, dass in dir nichts kaputt gegangen ist. Jeff hat sich noch nicht gemeldet, die Sau. Jetzt hör doch auf, dich verdammt nochmal zu drehen, ey. Du dumme Karre. Wie, das geht mir so auf die Eier, ey. Boxenstopp. Hör. Okay, schon komm. Du kannst am Ende dieser Runde reinkommen. Stronzo. Christian fährt nachher wieder mit 40%igen Reifen los. Mich triffst du noch? Hallo! Ich gebe schon voll Gas, damit er die, hier 360 Grad Wende macht. Will er auch nicht. Dauert erstmal ewig. Nee, alles grün. Ich kann doch draußen bleiben. Mann, hab ich ein Schwein, aber das mit den Reifen geht mir gerade auf den Sack. Ja, dann musst du nur gucken, dass das von deinem Benzin her reicht. Jetzt weil du hast ja bestimmt die Einstellung nicht geändert. Ich habe mich da noch nicht wirklich mit befasst, wie das überhaupt funktioniert. Ja, wenn du B drückst, kannst du auch Benzingemisch ändern, weil der steht auf maximal wegen Qualifying. Und ich ändere das immer wegen der Einführungsrunde und so, weil da muss man ja nicht nach maximal fahren. Das sind immer so die Tricks, so ein paar. Ich werde jetzt die Reifen wechseln, Alter. Die sind ja voll für den Arsch, ey. Das sind die besten hier, die du fahren kannst. Ja, Leute, nicht gucken, hochbocken und rein. Ach, okay. Ach, komm rum. Ja, guck jetzt, wie in der Boxengasse, guck mir die Reifen an, die sehen tipptopp aus. Ey, hier. Na, guck. Spinnerei. Oh, war das langsam, ey. Boxenstopp. Ach scheiße, falsch Knopf gedrückt. Bis man dann Boxenstopp. Voreinstellung 3. What? Nee. Reifenauswahl. 12 von 20 sind draußen. Oh Mann, ey. Da sind die Pfeile, aber ich kann die Reifen gar nicht wechseln. Aktueller hat weich, mittel. Mhm. Wechsel ich mal neue. Ich poker jetzt einfach mal und sag, die Zeit reicht mir. Und dann fahre ich jetzt in die Boxen und guck. 1,23. Wow. Ui, ich bin 10. Ich bin auch gar nicht gefahren. Oder? So, gut, okay, ja. Ui. Ja, ich weiß nicht, eben hatte ich, glaube ich, 1,22 irgendwas oder sowas. Naja, egal. Ja, von diesen Super Soft oder nur Soft oder wie das jetzt nicht schimpft da. Soft. Habe ich jetzt einfach mal einen neuen Satz genommen jetzt. Die Alten mit ihrem Dreck da in der Boxengasse bleiben.
Oh, ich ja, hab gerade perfekt, dass ich rausfahren kann, ey. Na, guck. Diese Strecke nicht bin ich. Ich krieg immer diese scheiß Dreher. Na, dir reicht's ja, wenn du eine gute Zeit fährst, das reicht ja dann schon. Deswegen, ich poker jetzt einfach mal. Kann sein, dass das Pokern für den Arsch ist. Wenn du gleich eine schnellere Zeit fährst, dann habe ich sowieso Arschkarte. Aber immer noch besser so, als meine Reifen kaputt zu machen jetzt. Weil man muss ja immer bedenken, man muss ja mit den Reifen auch wieder los beim Rennen losfahren, die man beim Qualifying hatte. Deswegen. Ah! Nein! Das wollte so nicht, das sah so gut aus. Guck mal Christian mal zu. Wo ist er denn? Da. Das war so eine geile Kurve und dann macht er die da. Verkackt. Gut, dass du noch nicht auf einer gewerteten Runde bist. Gucken wir ihm mal zu hier, bin mal gespannt. Ja gut, jetzt sieht man, auf den Reifen ist viel Zeug drauf. Mach keinen Scheiß, wenn du disqualifiziert wirst, dann musst du von hinten starten. Na, jetzt muss ich erstmal den Dreck abfahren, das ist zum Kotzen. Man sieht richtig den Schleier bei dir so auf den Reifen. Na, jetzt geht's wieder? Ne, hinten nicht, hinten ist noch viel. Ja, hinten ist noch Kacke drauf. Warte, ich guck mal. Ja, hinten ist noch was drauf. Musste vorsichtig. Scheiße. Komm schon, Keule. Jetzt die Runde muss super werden. Ja, jetzt gucken wir auf der Geraden. Vielleicht geht da der Scheiß runter. Dann schleunigt er durch. Dann kommt er angeflogen. Das sieht so geil aus mit der Kamera. Oh, ja, fahr weiter. Boah, sehr schön. Gut gerettet. Oh, wohin will er denn? Jetzt hör mal auf, ey. So schlimm. Wie bist du in die Kurve gefahren? Holla, die Waldfee. Dann hört auch nicht auf, hier rumzutanzen. Nee. Diese Kurve da, ne? Ja, muss man weit außen. Die Kurve versaue ich nämlich auch jedes Mal. Zieh rum. Oh, voll über die Curbs, Alter. Die Kurven, die hasse ich wie die Pest. Oh. Go, Johnny, go. Los. Jetzt bin ich mal gespannt. Und was sagt die Zeit? Wie, 15. Kann doch gar nicht sein. Doch. Otti. Ich weiß ja nicht, wie viel Benzin du noch hast, aber das muss besser werden. Scheiße! Hat kein Benzin mehr, lass mich raten. Reicht nicht für die kommende Runde. Wieso, du hast noch 2 Minuten 45. 2 Minuten 40. Also wenn du Glück hast, kannst du noch schnell in die Box. Ja, aber nicht, wenn der Sprit nicht reicht. Hör doch mal zu. Ja, dann kannst du ja eine Box tuckern, ist ja wurscht. Du kannst ihn ja auch runterstellen. Ach, komm. Ja, dann stell doch einen Sprit runter auf Standard oder Mager, dann hält der Sprit länger. Ja, jetzt ist Sprit auch hallo. Sich erledigt. Ja, dann hat sich dann eh erledigt. Da muss Christian halt von hinten starten. Oh dann. Mann, ich hatte lila Zeit, ey. Die ganze Zeit über. Ja. Die ganze Zeit über kommt ja nicht hin, Mensch. Nee, ich hatte gerade immer lila und ich hätte nicht mehr viel bis zum Ziel. Ich bin doch schon hier. Hätte ein scheiß Kackbenzin. 16. ist er nur.
Brech mir die Lunte. Also, nee, das schaffst du nicht mehr, weil wie lange dauert eine Runde? 1,20? Nee, das schaffst du leider nicht mehr. Fuck! Du musst den Christian beim Start Plätze gut machen. Ja, ja, Verwarnung, Rasenboxen, ja, stimmt gar nicht. Ich war nur 7 km/h drüber. Nur? Blöde Scheiße da. Weißt du nicht, dass ich noch mal raus kann? Das reicht. Wie lange braucht man für eine Runde? Eins? Wenn du gut bist, 1,22. 1,22. Deswegen schaffst du nicht mehr. Und wie spät haben wir es jetzt? Wie viel ist die Zeit? 1:08. Ah! Ich sag ja, ist vorbei. Ja, warte mal, wenn ich vorher noch rausfahre, wird das trotzdem noch gezählt. Ja, aber du musst ja nach Rausfahrrunde musst du ja nochmal über Start und Ziel, sonst ist vorbei. So, und das schaffst du ja nicht mehr in 50 Sekunden, schaffst du es ja nicht mehr über Start und Ziel. Du musst ja eine. Wenn ich aber in der Qualifying rausfahre, müsste das doch so, dass ich als letzter. Ja, aber die Rausfahrrunde zählt ja keine Zeit. Du musst ja 2 Runden fahren, so gesehen. Ja, jetzt verstehe ich. Okay. Ja, das ist so. Ach, fuck, Mann! Deswegen schaffst du das jetzt nicht mehr von der Zeit. Müsste ich ja noch eine Runde fahren, ja. Ja. Jeff, halt dein Maul, mich interessiert's nicht. So, Schluss, aus, Ende. Jo, warten wir die 23 Sekunden noch ab, mal gucken, ob der... Der nächste Renntag, wir sehen uns auf der Rennstrecke beim offiziellen Rennen in Spanien. Ich würde sagen, danke Camilo. So, bis zum nächsten 10, Mal. 9, 8... 7. Mal gucken, ob sich hier noch irgendwo was tut. Man muss ja mal eben hier durchgucken. Hamilton hat sich noch vorgeschoben, der Drecksack. Das heißt, ach, der Virus startet nur noch als 18. Ah, schade. Jetzt hat er das so wie ich im letzten Rennen. So, gut. Ich hab meinen Text gesagt. Jetzt ist der Camillo dran und dann. Ja, Leute, wir sehen uns dann gleich im Rennen. Vorher ein bisschen den Virus an und gucken, dass wir den auch wieder nach vorne kriegen. Bis später. Bis zum nächsten Renntag. Ciao mit V.